Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Vlog. Ich mache mich jetzt auf den Weg und in dieser Folge nehme ich euch mit in verschiedene unserer Baustellen. Hier sind wir gerade bei uns in der Baustelle in Stuttgart. Da wird gerade ein Apartment ausgebaut. Hier war früher mal eine Schlosserei drin und das wird jetzt so eine Loftwohnung. Hier kommt das Bad rein, ein paar Stufen hoch. Hier ist dann so Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer. Da sind wir gerade mit dem Architekten und Bauleitern unterwegs und schauen uns alles im Detail an. Hier unten kommt ein kleines Apartment rein, beziehungsweise zwei Apartments, die eher so für Kapitalanleger gedacht sind. Elektrik wurde gemacht, die ein oder andere Trockenbauwand steht auch schon. Gibt aber noch ein, zwei Sachen zu tun. Ich denke noch streichen, dann ist fertig. Das ist ein sehr altes Gebäude, wie man sieht. Da gibt es einiges zu beachten beim Renovieren und Sanieren. Das ist hier eine volle Kernsanierung. Jetzt zeige ich euch den Rest. Wenn ihr euch fragt, was ein Projektentwickler so den ganzen Tag macht, dann könnt ihr das mal hier sehen. Hier machen wir alles, das ist eine Kernsanierung und da gibt es auch noch einiges zu tun. Da wurde jetzt entkernt, als nächstes kommt das Dach. Das hat auch schon seine besten Tage hinter sich, wie ihr sehen könnt. Schauen wir das mal von oben an. Als Immobilieninvestor ist man ja auch mal gerne im Risiko und überprüft die Statik des Objekts selbst. Wenn wir hier fertig sind, werden wir die Wohnung wahrscheinlich wieder verkaufen. Das ist eine Mischung aus Kapitalanlegern und Eigennutzern, weil einige Wohnungen hier ganz schön werden und eine relativ hohe Raumhöhe haben werden, weil da noch ein paar Balken hier rauskommen und einige Wohnungen eher so Kapitalanlegerwohnungen sind, kleinere Wohnungen, Apartments, die sich gut für eine Vermietung eignen. Ich bin jetzt hier noch kurz auf dem Dach und schauen wir mal an, wie das von außen aussieht alles. Hier wird alles neu gemacht. Ich glaube, das ist auch notwendig. Strange Wetter. Gestern hat es noch geschneit und heute scheint die Sonne. Aber wir sind ja auch schon fast im April, da ist das okay. Bei dem Objekt hier haben wir auch noch einen riesen Garten dabei, mit einem Hahn, wie man hören kann. Steht hier in dem Garten, wir wissen nicht so genau, was wir mit dem anfangen. Das ist das Objekt, das Gerüst steht, alles ist da bereit. Da wird jetzt viel passieren die nächsten Tage. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum nächsten Objekt. Wir fahren nach Backnang, da haben wir eine ursprüngliche Sanierung zu einem Neubau umgewandelt. Und da haben wir ein Grundstücksteil abgegrenzt, da werden auch noch zwei Reihenhäuser gebaut. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir waren da schon ein paar Tage nicht mehr, wie es da vorangegangen ist. Mein absolutes Highlight auf der Baustelle hier ist auf jeden Fall die Treppe hier. Das gefällt mir echt gut. Wir haben hier einen Sichtestrich. Der Boden bleibt auch so, wie er jetzt ist. Kommt kein Belag drauf. Coole Sache. Trockenbau mehr oder weniger fertig. Super Deckenhöhen, schöne große Fenster, Balkone kommen hier noch außen dran. Mit Blick ins Grüne. Ja, die ist auch cool. Die ist voll groß, hätte ich nicht gedacht. Ja, die hat 150 Quadratmeter. So vom Feeling her wirkt die fast größer. Die ist doch größer. Weißt du noch, wie die Baustelle aussah, wo die auseinandergehackt wurden? Ja, ich habe ja die Videos alle. Geil. Ich filme ja auch fast alles. Geil. Das ist Neubau, einfach 100%. Ja, das ist Neubau. Ich muss trotzdem die Zähler noch finden. Oh ja, so sieht es auch schon cooler aus als vorher. Hier sieht der Boden auch noch wesentlich feuchter aus. Ja, hier ist er höher, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat vielleicht Bau einen Bauhintergrund. Mal nicht zu schnell urteilen, aber. Aber der Garten ist halt hier nice. Ja, so in dem Teil vom Haus hier haben wir Wohnungen kernsaniert. Jetzt haben wir mal gerade Stromzähler abgelesen auf eine etwas andere Art und Weise. Der Stromzähler liegt einfach nur rum. Habe ich auch noch nie so gemacht. Jetzt schauen wir uns mal kurz die oberen Wohnungen an. Ich bin jetzt wieder zurück im Büro angekommen gerade und bearbeite ein paar Themen heute noch, die so anstehen. Wir waren gerade auf den Baustellen in Stuttgart und auf einer Baustelle in Backnang. Das sind beides Baustellen, die ein bisschen größere Projekte von uns repräsentieren. Die sind ganz cool, weil die einfach dieses Jahr noch rausgehen und da geht ein bisschen voran, so das ganze Business. Kleinen Moment.
Ja, und als nächstes geht es noch auf eine Baustelle hier in Stuttgart. Da haben wir eine Altbauwohnung saniert, komplett neu gemacht. Und da sollte eigentlich noch etwas Material kommen, was nicht gekommen ist bisher, was aber kritisch ist für den weiteren Verlauf, weil davon ein paar weitere Gewerke abhängen. Was vielleicht ganz cool ist, die Wohnung ist eine Altbauwohnung. Das heißt, da gibt es viele Themen zu sehen, die man sonst bei anderen Wohnungen nicht sieht. Es ist total anders als andere Wohnungen, weil zum Beispiel fällt einfach so die Decke runter oder so. Oder du findest halt irgendwelche Themen wie Schilf als Deckmaterial und so. Also es ist einfach ein bisschen schwierig alles. Deswegen ist natürlich der Fakt, dass man andauernd irgendwelche Sachen findet, auf die man unvorbereitet ist und Lösungen finden muss. Das ist natürlich kein total einfaches Thema, aber macht eine Menge Spaß. Außerdem haben Altbauimmobilien coole Decken. Ich habe mal einen Architekten gehabt, der unseren ersten Club geplant hat. Und der hat gesagt, Luxus braucht Raum. Der Spruch ist seitdem für immer bei uns eingebrannt. Und den benutze ich auch immer wieder. Der hat unseren Auftrag nicht gekriegt, weil ein Club braucht keinen Raum, sondern Umsatz. Und das hat er nicht verstanden, der gute Herr. Zum Abschluss der Woche machen wir heute nochmal einen kleinen Ausflug. Simon ist wieder aus Kapstadt zurückgekommen und deswegen gehen wir uns ein Objekt anschauen, das wir schon eine Weile im Ankaufsprozess haben. Da kämpfen wir uns durch Stück für Stück. Es handelt sich um ein Hotel in der Nähe von Stuttgart. Und da machen wir jetzt die letzten Besichtigungen, haben morgen nochmal einen Termin mit dem Verwaltungsbeirat des Hotels und hoffen, dass wir da zum Zug kommen, weil die Finanzierung haben wir jetzt schon erwirkt. Das war während Corona-Zeiten super schwierig. Bin gespannt, ob wir das ganze Ding abschließen können. Hier sind wir gerade in dem Hotel, das wir planen zu kaufen. Hoffentlich kommen wir hier zum Zug. Es gibt einige Konkurrenten. Wir machen eine endgültige letzte Besichtigung. Und haben dann morgen noch mal einen Termin mit dem Verwaltungsbeirat. Dann sind wir mal gespannt, ob wir da zum Zug kommen. Letzter Tag heute hier in Stuttgart. Morgen geht's nach Hamburg und dann nächste Woche nach Dubai. Dann nehme ich euch natürlich auch mit. Morgen legen wir bei Konto auf in Hamburg. Da bin ich schon gespannt drauf. Wie versprochen melde ich mich nochmal. Für mich geht's nachher noch kurz ins Studio. Das ist im Studio bei uns hinten in unserem Backroom. Und da bereite ich noch das Set vor, das wir morgen für Konto spielen werden. Da legen wir nämlich auf im Livestream. Da ist ein Jahre DJ Delivery Set Jubiläum sozusagen. Und da werden wir am Start sein und auflegen. Ich freue mich schon total drauf. Morgen früh fahre ich mit dem Zug direkt nach Hamburg. Gehe dann da in die Konto Headquarters. Und da machen wir dann ein bisschen Corona-Party.